Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 5. Oktober 2017? Heute ist Vollmond. Darüber habe ich eine extra Aufnahme gehabt mit dem Titel Vollmond 5. Oktober 2017. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder und hat einen Einfluss von Sternbild Andromeda und Perseus. Wer war diese Andromeda? Es gab eine Königin namens Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste, sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres, und Poseidon schickte die Walfisch im Königreich, die prahlenden Königin zu bestrafen. Diese Walfisch nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Andromeda war gefesselt. In der Nähe befand auch Medusa und Andromeda hat auch Angst gehabt. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda mit seinem Schwert. Auch die Medusas Kopf hat geschlagen. Und es war die Befreiung von Andromeda, aber auch die Liebesgeschichte zwischen Andromeda und Perseus, weil die beiden haben sich auch verliebt. Und dann kam die geflügelten Pferd Pegasus und die beiden befreiten Liebenden haben mit diesem geflügelten Pferd davon geflogen, weil dieser Pferd könnte auch fliegen natürlich. Das ist die mythologische Geschichte dazu und was sagt uns das aus, gerade heute bei diesem Vollmondposition, weil ein Vollmond bedeutet nach indischen Astrologie Klarheit, Orientierung. Das Mond beleuchtet gerade unserem Lebensweg. Wir sind nicht im Dunkeln, sondern wir sehen etwas. Wir sollen auf den Gesprächen achten, da Klarheit darüber machen, ist es die Wahrheit, kann ich das vertrauen, soll ich eher skeptisch sein, dann wichtig ist im eigenen Meinung bleiben und das vertreten. Und wichtiges Thema ist, aber das erkläre ich auch bei diesem extra Aufnahme Vollmond, wichtiges Thema ist die liebe Partnerschaft, da braucht man Klarheit. Es kann auch eine Affäre sein. Und eine Dreieckbeziehung ist unangenehm. Man möchte Ordnung, hopp oder top. Klare Entscheidungen sind wichtig und es wäre auch ein Neuanfang. Natürlich kann das auch eine neue Begegnung sein, wie Andromeda Perseus begegnet hat und ein Neuanfang bei der Liebe. Weil das ist das wichtigste Thema in diesem Vollmondposition. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Wiedergeborenen stehen vor Veränderungen, Umbrüche. Kommt alles in Ordnung? Jetzt bekommen im diesbezüglich Klarheit. Wie soll das weitergehen? Die Gespräche sollen wir achten, die eigene Meinung vertreten, aber zuhören, was meint die andere. Wir müssen nicht alles akzeptieren, aber mindestens mal zuhören oder ein Entgegenkommen ist auch wichtig. Also Kontakte, Gespräche führen, aber wir müssen nicht alles glauben. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen erwartet etwas in die Liebe. Vielleicht nicht heute, aber es nähert sich. Die Gespräche können noch unklar sein oder sind noch Missverständnisse. Also ein erklärendes Gespräch ist auch wichtig. Und da dieser Vollmond mal nachdenken, soll ich etwas sagen oder soll ich lieber schweigen? Soll ich zuhören? Soll ich die Kontakt suchen? Ja oder nein? Da eine klare Entscheidung treffen
ob man auf anderen zugehen soll, ja oder nein, und die Kontakte suchen soll, ja oder nein. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist auch Veränderungen und eine Art Wandlung. Sie ändern ihre Einstellung, sie ändern vielleicht sogar ihren Aussehen und in die nächste Zeit werden auch um die Finanzen kümmern. Also sie befinden sich gerade in einem Prozess. Heute ist sehr gut, es ist angenehm, bekommt man Klarheit, Orientierung und ein Gespräch, eine Information, eine Nachricht hat auch Wichtigkeit, bringt mehr Klarheit. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sollen zurückhaltend sein, es sind Hindernisse da. Aber bei diesem Vollmond mal die Frage stellen, was hindert mich oder wer hindert mich? Und das aus dem Weg zu räumen, ein bisschen geduldig sein in die kommenden Tagen, beruhigt sich das alles oder bekommt man mehr Klarheit und kommt Stabilität, Sicherheit. Im Allgemeinen ist bei Krebsgeborenen gerade ein beruflicher Erfolg, Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen sollen ihren Möglichkeiten, Chancen bewusst wahrnehmen, mutig zu sein, etwas Neues beginnen, weil etwas Neues erwartet gerade die Löwengeborenen. In diesem Vollmond vielleicht mal nachdenken, was ist es? Also welche Richtung sollte man bewegen? Aber es sind Neuigkeiten. Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist wichtig, die liebe Partnerschaft. Hier muss wichtige Entscheidungen treffen, hoch oder tot. Eine Zwischenlösung befriedigt die Jungfrau geborenen gerade nicht. Sie brauchen Ordnung, Klarheit, Sicherheit, Stabilität und das, was die Jungfrau geborenen vertreten. Was sie nachdenken sollen, in diesem Vollmond, was verunsichert mich bei diesen klaren Entscheidungen oder wer versucht mich verunsichern? Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein Aufstieg, aber sie sollen noch etwas vergleichen oder ausgleichen. Die brauchen die Gleichgewicht, die brauchen auch die Klarheit, auch die Gespräche haben Wichtigkeit, sind aber auch Einflüsse von außen und es versucht, die Wagengeborenen in andere Richtung lenken und es ist wichtig, dass die Wagengeborenen jetzt mal ihre eigenen Meinung vertreten, weil das ist die richtige Entscheidung. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen noch etwas warten. In die kommenden Tagen erwartet etwas die Skorpiongeborenen und dann bekommen sie auch Klarheit oder wird etwas aufgeklärt. Es ist auch ein Aufstieg und die Skorpiongeborenen haben gerade eine magische Ausstrahlung, ein toller Auftritt, ein großer Auftritt. Mindestens so sind die Skorpiongeborenen gerade wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind Umbrüche, Veränderungen. Was wichtig ist bei diesem Vollmond, dass die Schützengeborenen erkennen, in welche Richtung soll das gehen. Es nähert sich etwas im Finanzen. Es ist noch nicht heute, also nichts investieren, nicht spielen. Es kommt gerade kein Gewinn, aber es nähert sich die Glück im Finanzen und dann sind die Gewinnchancen da. Aber das werde ich, wenn es aktuell ist, nochmal erwähnen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen verspüren die inneren Kraft, die Stabilität. Die Emotionen sind etwas wechselhaftig heute, in den kommenden Tagen beruhigt sich das aber wieder. Und Sie sollen in diesem Vollmond vielleicht nachdenken, was bringt mich gerade im Gleichgewicht oder wer hilft mir dabei, dass ich wieder meinen inneren Gleichgewicht finde. Die Kraft ist da, auch die Mut, etwas zu bewegen und die Steinbockgeborenen haben Glück in die liebe Partnerschaft. Was unangenehm sein kann, das sind die Gespräche oder kann bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht, auf einen Termin und es kommt noch nicht und es bedrückt die Steinbockgeborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen stehen vor einem Neuanfang oder haben sie neue Ideen und das sollen sie auch verwirklichen. Es ist der richtige Augenblick, etwas Neues zu beginnen, aber vom Vergangenheit kommt auch etwas, entweder die Erinnerungen oder eine Person von Vergangenheit.
Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen selbst sein und bitte ihren Intuitionen vertrauen. Dann verinnerlichen, dass die Fluss Eridanus wirkt etwas für die Fischengeborenen. Das bedeutet, es kommt etwas im Fluss. Und dieser Fluss Eridanus hat auch eine Ende des Flusses, des Stern Achernal. Also sie sollen auch die Ende sehen. Das bedeutet Ziele setzen. Und das nicht aus den Augen verloren, weil das genau das kommt im Fluss. Aber wichtig ist dieser Vertrauen und daran zu glauben. Und das ist eigentlich die Magie, die Fischengeborenen. Und das verspricht so viel Glück. Aber dann sollte man das auch in die richtige Richtung schwimmen. Es wird Einflüsse kommen von außen. Ein guter Rat, gut gemeinter Rat. Und die Fischengeborenen neigen dazu, die anderen zu bewundern und sagen, wie toll sie sind und das muss ich zuhören. Nein, sie sollen nicht auf anderen hören, sondern sie sollen auf in ihren inneren Stimme vertrauen. Das ist wichtig zum Erkennen in den heutigen Tag. Diese kosmische Energie beeinflusst unser Leben. Jeder Tierkreiszeichen empfindet es auch anders. Aber das ist immer noch zu allgemein. Besser ist es maßgeschnitten berechnen. Dazu eignet sich ein Horoskopanalyse oder ein Monatshoroskop oder ein Jahreshoroskop. Dann weiß man ganz genau, was in den kommenden Monat oder im Jahr einen erwartet. Und das ist wirklich individuell. Wenn aber eine kurze Frage handelt oder bei Entscheidungen, dann ist auch die Blitzberatung dafür geeignet. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Dann stellen Sie Ihre Fragen und ich beantworte das persönlich blitzschnell. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum, möglichst mit Uhrzeit und Geburtsort. Und pro Frage kostet 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.